Guten Tag. Ich habe mich heute mal rausgequemt, eine kleine Tour zu machen. Wobei, so klein ist die gar nicht. Ich werde von... ich hoffe mal, der Bildwinkel und der Stabi und das Licht gehen. Ich bin später losgekommen, als ich wollte. Und teste jetzt mal die GoPro, mal gucken, wie lange der Akku hält. Aber ich habe ja noch die Powerbank dabei. Mal sehen. Und heute geht es von Winsen in der Lur, an der Lur, nach Hittfeld. Das ist eine Tour, die man ganz gut eigentlich gehen kann. Sind wohl 20 Kilometer. Meine Hoffnung ist, dass ich es auch schaffe, weil auf der Hälfte umkehren macht keinen Sinn. Und ja, mal gucken, wie lange die GoPro so durchhält und generell, wie das Bild ist. Ich muss mal gucken. Ich habe jetzt in 4:3 gefilmt, weil das wohl besser ist, wenn man das Bild irgendwie abschneidet. Ich muss mal gucken. Vielleicht stelle ich nochmal das Videoformat um. Dafür wird mich aber das Schnittprogramm, glaube ich, umbringen. Da muss man den ersten Teil nochmal neu, wird man den ersten Teil nochmal neu filmen müssen. Und ich bin mal gespannt, wie der Ton und der Stabilisator ist. Eigentlich ist der Stabi ziemlich cool in der GoPro. Und ja, mal sehen. Es ist auch ein Krampf, loszukommen, weil wieder die eine Bahn nicht gefahren ist, die ich erst nehmen wollte. Und ein bisschen später losgekommen bin ich auch. Ja, Vorbereitung soll das heute sein, weil ich im Juli hier in Hamburg den Mammutmarsch gehen möchte. 60 Kilometer in 24 Stunden. Und das sind noch 5 Monate. Also muss man... Straßburger Straße klingt irgendwie verkehrt. Gut. Das soll dem Ganzen mal als Training dienen. Ja, mal sehen, wie das Ganze dann wird. So, mal sehen, das wird wahrscheinlich wieder ein Stummfilm. Dadurch, dass es so dunkel ist. Ach, guck mal, ich weiß nicht, ob man sieht auf dem Monitor. Hier sehe ich nichts. Aber hier ist eine Brücke. Absteigen. Okay, mal sehen. Was steht in Hamburg an der Tabelle? Bitte absteigen. Herrlich. Aber man muss sagen, es ist ziemlich schön. Also ich... Achso, er nimmt noch auf. Er macht nur den Bildschirm schwarz. Okay, wieder was gelernt. Was soll ich jetzt sagen? Ah, ist verdammt schön. War heute sehr sonnig. Deswegen dachte ich schon, na, jetzt taut es irgendwie an allen Ecken und Enden. Wird auch wahrscheinlich die Tage so kommen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass der Weg hier... Ich glaube, jetzt ein Teil vom Lur-Wanderweg. Ich hätte nicht gedacht, dass der so schön ist. Gerade jetzt auch im Dunkeln. Ich komme mir vor wie in der Weihnachtszeit. Das ist irgendwie eine sehr interessante Stimmung. Mal gucken. Aha. Hier haben wir einen komischen Deich. Da bin ich längs gekommen. Ein Blick auf die Karte verrät es. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Ich habe natürlich mein GPS-Gerät vergessen. Und wir sind da. Dann müssen wir nach links weiter, oder? Nee, Moment. Da. Ja doch. Erstmal hier nach links. Und dann mal sehen. Wie gesagt, ich versuche halt heute, weil die Strecke ein bisschen weiter ist und deswegen auch ein bisschen länger geht,
versuche ich dann natürlich möglichst wenig Umwege zu gehen. Und ich habe schon gesehen, der Vorteil von so einem GPS-Gerät ist echt, wenn man eine Tour eingezeichnet hat, man sieht dann sofort, okay, ich stehe jetzt neben dieser roten Markierung oder Linie, die Tour markiert, irgendwas ist falsch. Und ja, das ist für die Navigation nochmal ganz praktisch. Also nicht nur eine Karte zu haben, wo man sieht, wie der Weg läuft, sondern halt auch so eine eingezeichnete Route zu haben, die man dann immer kontrollieren kann. Und mal sehen. Also ich glaube, der mieseste Teil kommt gleich. Das Stück hier zwischen Winsen und, was ist denn das? Schwarmbeck, Schmarbeck oder so. Ich habe mir den Namen nicht ganz gemerkt. Irgendwas mit SCH. Und das führt so, glaube ich, so parallel zur Straße, die nach Asshausen führt, hin. Laut Karte jedenfalls. Bedeutet, was bedeutet das? Dass man da wahrscheinlich so ein Stück Bundesstraße laufen muss. Danach geht es ein ganzes Stück durch den Wald. Also wirklich ziemlich lang. Und dann durch, was ist denn das da? Irgendwas mit S. Alzheimer. Auf jeden Fall geht es nach Hittfeld. Was kommt danach? Mir fallen alle möglichen Orte mit S ein. Aber nicht der, den ich suche. Auf jeden Fall geht es dann durch den so ein bisschen durch. Dann das letzte Stück, bin ich mal gespannt, wie einen der Weg da führt. Und ja, Hittfeld dürfte dann auch wieder recht beleuchtet sein. Mal gucken, welche Bahn ich dann bekomme und ob sie dann überhaupt fährt. Ich hoffe mal, man sieht das. Wahrscheinlich aber nicht. Wir haben nämlich noch so ein ganz bisschen Restsonne im Rücken. Ja, und da hinten so blauer Himmel. Sonst ist, glaube ich, eher bewölkt, aber sieht nicht dramatisch aus. Und hier vorne geht es auch schon rechts ab. Super. So. Ich muss mal gucken, ob man noch ein bisschen was am Rechner hochziehen kann. Von der Helligkeit her. Wahrscheinlich wird das Ganze dann wieder Konfetti. Aber wie man hören kann, bin ich da hinten über die Autobahn rüber. Und jetzt gleich kurz vor Scharmbeek. Danach kommt dann das Stück durch Wald bzw. Moor. Und ich habe noch keinen Plan, was mich erwartet. Ja, dank des Schnees, wie gesagt, ist es hier relativ hell. Wenn man noch dann die lustigen blinkenden UFO-Windkraftanlagen. Da hinten ist noch so ein riesen Bauernhof. Und ja, mal sehen, ob es dann noch dunkler wird. Aber es klart echt auf. Also, wie gesagt, hätte die GoPro mehr Reserven, würde man das auch besser sehen. Ich muss echt mal eine Tour bei Helligkeit machen. Ah, jetzt bin ich hier irgendwo gelandet. Ich habe zwar keine Angst, aber es ist teilweise echt spooky. Das war so eine Mischung eben aus, ja, Autobahn war da hinten, Bauernhöfe, undefinierbare Industrie, Wege, die, aha, also es wird auf jeden Fall dunkler. Mal sehen, hier sieht man jetzt mehr, nö, ich sehe mehr ein bisschen. Aha, ist das ein... Schade, das kann man auf der Kamera nicht sehen. Das waren zwei, ja, sah jedenfalls so aus, zwei mega fette Bäume. Irgendwie in einem. Hier ist dann auch nochmal so ein umgestürzter Kandidat, so ein Rest davon. Ist auf jeden Fall eine aufregende Tour, weil es hier, wie gesagt, weil hier Wege gehe. Es war schon komisch, ob die
Karte so genau stimmt. Denn die Karte sagt, das ist ein kleiner Weg, so ein Trampelpfad und eine Straße. Der Trampelpfad geht aber über die Autobahn rüber. Während der Trampelpfad mach doch nicht sowas. Und das in meinem Alter. Da ist man gerade am Konzentrieren. Am Konzentrieren und den Weg hier irgendwie erspähen, ist da so ein Vogel. Alter Vater. Jetzt ist mir warm. Jacke kann ich ausziehen. Geil. Ui. Also mein Weg war jetzt irgendwie rechts, dann wieder links und geradeaus. Und dann komme ich in den Ort. Und ich sage, das Spannende ist, das sieht hier durch den Schnee alles nicht mehr nach Wegen aus. Ich laufe hier einfach nur... Langsam werde ich hier paranoid. Ruhe bewahren. Wir sind hier in Norddeutschland, nicht in Kambodscha oder so. Nein, aber das sieht alles nicht mehr nach Wegen aus hier so richtig. Aber ich glaube mal der Karte, aber hier waren noch ein paar Spuren, also irgendwas an man merkt, dass hier Natur ist. Ich bin nicht allein. Was für ein Horrortrip. Ja, wie gesagt, Angst habe ich da nicht wirklich. Ein Hindernis. Oder eine Falle. It's a trap. Okay, das war ein größeres Tier. Sehen, ob ich die Tour mit einer Akkuladung gefilmt bekomme. Sonst wickel ich die Powerbank in ein T-Shirt ein und Kabel dann raus und so weiter. Sollte funktionieren. Taschenlampe habe ich noch dabei. Und meine Stirnlampe. Akkus, wenn die nicht leiden bei der Kälte, aber die sind eigentlich im Rucksack gut eingepackt. Und dann mal schauen. So, da hinten geht es glaube ich zur Hauptstraße. Zu der Bundesstraße dahin. Und dann mal schauen. Wie gesagt, wenigstens noch ein bisschen Licht. Somit sieht man auch durch den Schnee, weil der reflektiert, sieht man wenigstens ein bisschen was von der Gegend. Ich finde das sonst schwierig, wenn man so Touren macht und so einen leichten, ich sag mal, Tunnelblick bekommt. Dadurch, dass du halt nichts mehr siehst und nur noch deine Strecke hast. Mal gucken. Vielleicht sieht man mich im Mondlicht. Haben wir Mondlicht? Das ist auf einmal so hell geworden hier. Ich wollte mich gerade im Mondlicht sonnen und merke, da ist gar kein Mond. Ja, das ist ja super. Na gut. Dann bis später. Am Ende des Weges. Ich hoffe mal, dass man da irgendwie rüber und durchkommt oder wie auch immer. Aha. Irgendwie wirkt das hier doch leicht verkehrt. Weil ich jetzt hier glaube ich auf so einem Feld bin. Aber gut, wenn es hinter mir schwer durchging und ich da hinten Licht sehe, vermute ich mal, dass es von diesem Feld geradeaus irgendwie wieder runter geht. Ja, das wäre nur logisch nachvollziehbar. Ich sehe hier auch was, was mich entfernt an Reifenspuren erinnert. Das heißt, ja, hier bin ich wohl korrekt.
Aber es sieht irgendwie noch sehr weit aus. Ha. Ich glaube, ein Blick auf die Karte wäre jetzt mal wieder angebracht.